Herzlich willkommen in meinem neuen Video. Herzlich willkommen bei Flower Style. Valentin rückt näher und Herzen sind eine wunderbare Botschaft der Zuneigung. Liebe, Zuneigung, Freundschaft, Herzen gibt es in groß. Das ist natürlich richtig, richtig schön groß. Und Herzen gibt es aber in ganz, ganz vielen Größen. Und das muss natürlich nicht immer so groß sein. Ich zeige dir heute das Beispiel mit dem großen Herz, weil das wird eine große Liebeserklärung. Herzen gibt es natürlich auch in klein. Das sind Steckschaumherzen. Den Bestelllink, den füge ich auf jeden Fall in die Beschreibung ein. Und wichtig ist, wenn man so ein Herz machen will, man nimmt das Herz und legt es einfach auf die Wasseroberfläche umgekehrt und lässt dieses Herz von selber vollsaugen, nicht unter das Wasser drücken. Einfach schön da ein paar Minuten drauf lassen, das saugt sich relativ schnell voll und wird von alleine, ist das auf jeden Fall feucht. Das gleiche hier bei diesem Herz, da wird auch noch deine Spüle reichen, die Größe. Und anders sieht es dann natürlich aus bei so einem Herz. Da blende ich dir mal ein, also entweder du hast zu Hause einen Teich oder See, wo du es reinwerfen kannst. Das ist natürlich ganz einfach, aber wenn man das nicht hat, dann füllt man entweder die Badewanne oder man macht eine Tröpfchenbewässerung mit dem Schlauch. Und wie wir das gemacht haben, das blende ich jetzt kurz ein, weil da geht es nämlich ab in die Küche. Falls dein Becken nicht so groß ist wie das Herz, kannst du auch eine sogenannte Tröpfchenbewässerung nutzen und einen Schlauch einfach immer an das Herz legen und so langsam tröpfchenweise saugt sich das Herz dann auch voll. Man sieht hier, es tropft schon fleißig unten. Also wir haben es jetzt auch geschafft, dieses große Herz über den zwei Eimern nur mit Tröpfchenbewässerung ganz nass zu machen. Das ist nämlich wichtig, dass die Blumen alle gut halten und keine trockenen Hohlräume im Steckschaum sind. Ansonsten möchte ich noch mal zeigen, so ein Herz wird durch die ausdekoriert und durch die Blätter immer viel, viel größer als die Basis ist, weil so denkt man so, ach, ist aber klein. Aber hier ist, das ist jetzt ein Herz mit Wachsrosen, also gibt auch immer eine sehr schöne haltbare Deko. Rosé finde ich auch ganz toll, muss nicht immer die rote Rose sein. Man sieht auch heute an meiner Deko rosa Rosen, rosa Tulpen. Rosa und ein Kirschrot lassen sich super miteinander kombinieren. Das ist jetzt also ein kleines Herz aus Wachsrosen und ich drehe das mal vorsichtig um. Also hier sieht man an der Basis, hier sieht man, das ist diese Basis und von vorne, das ist eigentlich, ich fasse das auch ganz vorsichtig an, ganz zart, und von vorne wirkt dieses Herz so unglaublich viel größer als das undekorierte. Also man muss das immer ein bisschen aufpassen, dass man die Basis nicht zu groß kauft. Und man kann das immer mit Blättern und mit schönen Ranken immer ganz locker vergrößern. Wenn man so ein kleines Herz schenkt oder irgendwo hinstellt, schön dekoriert, das ist jetzt natürlich eine Deko, die länger hält, empfiehlt sich es auch ein bisschen ein kleines Ästchen, ein kleines Birkenstämmchen zu nehmen, weil ich finde, so ist es natürlich schön. Aber wenn man dem ein kleines Höhenprofil gibt, ist es noch viel schöner. Und deswegen ist so ein kleines Birkenstämmchen, macht immer unglaublich viel Wirkung. Ja, das große Herz ist jetzt natürlich auch schön vollgesaugt schon. Das haben wir ja in der Küche gerade gemacht. Und wir wollen das jetzt mit rosa Rosen stecken. Ja, dieses schöne Rosa mit diesem kräftigen Rand. Muss ich mir die Vase noch ein bisschen näher holen. So, ich nehme die Rosen und schneide die relativ kurz mit einem schrägen Anschnitt ab, mache das Grün ab und kann im Grunde genommen eigentlich anfangen, wo ich will. Das ist völlig egal. Ich würde die Rosen, wir stecken jetzt das Herz wirklich mit den Rosen Kopf an Kopf. Ich würde die Rosen auch gar nicht alle parallel nach oben schauen lassen. Das Herz bekommt viel mehr Leben, wenn diese Rosen die eine gerade, die nächste ein bisschen schräg, aber dass die nicht so uniform in eine Richtung schauen. Wir gehen jetzt gleich mal in den Zeitraffer-Modus, weil da stecke ich dann dieses Herz in Ruhe fertig. Und
wenn wir dann, nachher mehr Rosen drin haben, dann kommt noch ganz tolle detaillierte Deko. Aber das zeige ich gleich. Meine großen Rosen sind jetzt schön verteilt. Man sieht, wir haben noch hier ein paar Lücken. Aber ich habe noch eine sehr schöne Rose, auch in dem gleichen Farbton, mit einem etwas kleineren Kopf. Mit dem kann ich sehr gut die Lücke füllen. Ich mache immer das Grün ab, mache immer einen schönen schrägen Anschnitt. Und man merkt, wenn man Rosen wirklich Kopf an Kopf steckt, und das wollte mein Kunde auch, das war ihm seine liebste wert. Wenn man Rosen Kopf an Kopf steckt, braucht man unglaublich viele Blüten. Und einfacher ist es natürlich, wenn man ein bisschen Grün dazu steckt, eine schöne Grünbasis macht. Ich habe jetzt Gott sei Dank, wie man sieht, gibt es jetzt viele Kundenbestellungen und gibt ja hier auch für den malerischen Abend zu zweit gibt zahlreiche Varianten, dass man ein schönes Kränzchen um eine Kerze macht. Der nächste Kunde wollte einfach nur einen Korb mit Tulpen. Meine Kundin liebt Eukalyptus und deswegen stecke ich ein wenig Eukalyptus um das Herz herum, beziehungsweise hier noch so etwas in die Lücken. So dass der Eukalyptus so ein bisschen an dem Herz entlang läuft. Also ich stecke das jetzt nicht so, dass es so nach außen geht, so grad, sondern ich stecke den Eukalyptus so, dass er an dem Herz entlang läuft. Ich werde gleich auch noch eine Efeuranke um das Herz rumschlingen, damit wir natürlich nicht den Steckschaum sehen. Meine Worte sind immer die Technik. Die Technik muss versteckt sein. Das ist ganz, ganz wichtig an allen Arbeiten. Den Eukalyptus habe ich vor dem Video schon ein bisschen in Stücke geschnitten, damit ich das jetzt nicht mehr machen muss. Und der ist natürlich schon schön bereit zum Stecken. Wunderschön ist der Eukalyptus auch mit diesen kleinen filigranen Beeren. Vintage-Charakter, bei ganz vielen Hochzeiten gewünscht. Vintage ist voll im Trend, nach wie vor. Erstmal. So, die Efeuranke hat eh schon so von Natur aus so einen gewissen Schwung, in dem sie läuft. Den nutze ich natürlich gleich aus und genau so wie die Efeuranke verläuft, stecke ich die oben hier ein und leg diese Ranke um das Herz rum. Ich stecke nochmal eine zweite Ranke dazu. Auch das habe ich mal in einem Video gezeigt. Das ist schon ein paar Tage her. Das war das Wachsrosenherz. Ich stecke hier eine zweite Ranke dazu, die stecke ich hier mittig ein und damit fixiere ich die erste Ranke, indem ich einfach die beiden miteinander verwickle. So, weil die erste Ranke ist dann natürlich hier schon fixiert, weil sie mit der zweiten verwickelt wird. Das gleiche mache ich jetzt auch von der anderen Seite. Ich nehme diese Efeuranke, erstmal mal einen schrägen Anschnitt und immer erstmal ein paar Blätter ab. Weil wenn ich die da einstecken würde, wo die Blätter dran sind, dann würde ich die nicht so gut reinbekommen, weil die Blätter stören natürlich, wenn ich die Efeuranke in das Mosi einstecke.
Dann habe ich hier noch, ach, die ist ja wunderbar lang. Ist ja ein Traum. Hier habe ich noch eine ganz tolle. Schön ist immer beim Efeu, wenn diese Blätter ganz dunkelgrün sind und richtig schön ausgereift, dann halten die auch toll. Wenn die im Frühjahr hellgrün sind und ganz frisch austreiben, dann halten die nicht. Und dann werden die ganz, ganz schnell schlapp. Das ist leider dann eine sehr leidvolle Erfahrung, weil dann kann man sich die Mühe fast auch sparen. Da hat man keinen langen Spaß dran. So. Jetzt komme ich mit meine zwei Efeuranken. Die laufen hier unten zusammen. Ich kann die einfach nur miteinander verschlingen. Kann das auch dann noch drahten. Oft hält es sogar schon so. Meine Kundin liebt Eukalyptus. Das weiß ich. Und deswegen bekommt sie auch noch ein bisschen Eukalyptus um das Herz herum, dass der so spielerisch mitläuft. Auch den verschlinge ich einfach nur, beziehungsweise ich drahte das dann gleich zusammen. Und habe hier auch der Eukalyptus hat so von Natur aus so eine schöne gebogene Form. Dann kann ich also auch ganz toll am Herz entlang gehen mit dem Eukalyptus. Schling den ein bisschen in die Efeuranke rein. Ich brauche hier noch einen kleinen Fixpunkt. Ich muss jetzt natürlich, ich brauche jetzt was Festes, dass mein Efeu hier unten genau nicht so runterhängt. Das ist nämlich schlecht. Das ist klar. Und dann nehme ich einfach hier ein festes Stück Eukalyptus und stecke den Eukalyptus in die Herzspitze ein. Und da ich ein Perfektionist bin, kommt jetzt die letzte noch dazu. Und dann haben wir rundum Efeu und rundum Eukalyptus. Also durch Verschlingen ist natürlich immer der Eukalyptus so ein bisschen weiter versteckt. Das mag ich nicht immer. Und wenn ich den jetzt so schön lässig hier oben liegen haben möchte, dann nehme ich ein Stückchen Draht und verbinde den mit dem Efeu. Das ist natürlich die Alternative. Ich versuche immer, Drähte zu sparen und nur mit Natur zu arbeiten. Aber den schönen Eukalyptus möchte ich ja nicht verstecken. Und deswegen lasse ich den dann hier oben. Ja, ich finde, das Herz ist jetzt so ganz toll. Aber so ein bisschen Spielerei fehlt mir noch. Zum einen wollte ich gern noch ein bisschen blühenden Ginster verwenden. Weil der Kunde hätte gar noch ein paar spielerische Elemente. Mein Kunde hat eine kleine spielerische Note gewünscht, die ich diesem Herz gebe mit Mühlenbeckia. Gibt es als Topfpflanze, also das ist jetzt hier die Topfpflanze mit diesen kleinen, hübschen, fast herzförmigen Blättchen. Mühlenbeckia gibt es auch als Rebe. Ja, nicht wundern, wenn du Mühlenbeckia im Internet eingibst und dann kommt ein brauner Rebstrang, was auch ein tolles Material ist. Aber hier ist in der Tat Mühlenbeckia als Pflanze gewünscht, weil wir wollen ja diese spielerische Note und bewusst soll das auch nur an einer Seite von dem Herz sein und es sollen auch noch ein paar Tulpen entlang laufen an dem Herz, die auch so ganz spielerisch. Ich mache bewusst die Blätter ab und diese schönen biegsamen Stiele. Es gibt nicht viele Blüten, deren Stiele man so schön biegen kann und ich wende jetzt hier einen kleinen Trick an. Dass die Tulpen wollen eigentlich nach oben wachsen. Das heißt, ich lege den Tulpenstiel von der einen Tulpe einfach über den anderen drüber, um zu verhindern, dass die nur nach oben wachsen, weil spätestens morgen gucken die dann sonst so nach oben. Und das lässt sich auch dieselbe Technik oder dieselbe Optik, die lässt sich auch mit Kalla-Blüten sehr schön darstellen, weil Kalla auch einen Stiel haben,
der sich bedingt, nicht immer, aber der sich bedingt ein wenig biegen lässt. Und man kann auch Gräser über so ein Herz weben. Ja, das ist also, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Diese ganzen Feinheiten, die mache ich alle auch in der Schwungform von dem Herz. Sprich, ich gehe auch, wie das Herz verläuft, an der Basis entlang. Und ich würde jetzt nie die Tulpe so nach außen rauslaufen lassen. Das wäre überhaupt nicht schön. Und das sind auch nur ein paar Tulpen gefragt. Wenn ich die Tulpe stecke, die hat einen ganz weichen Stiel, gehe ich bewusst ganz nah an die Basis dran, also an die Steckmasse. Weil wenn ich das nicht beachte, dann bricht mir natürlich der Stiel von der Tulpe ab. Das wirst du dann ganz schnell merken. Ziemlich sehr brüchig. Man sieht, der ist auch gerade beim Entblättern abgebrochen. Immer gut, wenn solche Sachen im Video passieren. Habe ich gar nichts dagegen, weil dann kann ich auch die Schwierigkeiten nennen, die eben bei den Arbeiten so dabei sind. Und ja, ich würde jetzt aufhören. Manchmal ist man an dem Punkt, man könnte immer noch was machen und immer noch was machen. Aber dieses Herz ist jetzt echt üppig und echt schwer. Wahnsinn. Und hier läuft auch gleich das Wasser unten raus. Man sieht, es ist gut gewässert. Ich glaube, eine größere Liebeserklärung gibt es nicht als dieses Herz. Das ist echt der Hammer. Also in diesem Sinne, schöne Valentinsvorbereitung wünsche ich. Ganz viel Spaß beim Stecken, ob groß oder ob klein. Und ich freue mich, dich bald wieder auf diesem Kanal begrüßen zu dürfen. Bis bald, herzlichst oder in Liebe, wie auch immer. Auf jeden Fall viel Spaß bei allen Kreationen von deiner Margit. Tschüss!